Moin und herzlich willkommen zum Lesemonat Mai 2020. Und wie immer, kurz bevor ich euch die Bücher zeige, gibt es natürlich immer noch meine kleine Mini-Statistik, die ich hier aus meinem wundervollen Buch der Bücher ablese. Und zwar habe ich im Monat Mai 4 Bücher beendet, ein Buch habe ich angefangen zu hören und 4 Neuzugänge sind bei mir eingezogen. Bedeutet aber auch, dass mein Sub nicht ganz unter die 40-Marke gekommen ist, so wie ich das erhofft habe, dass ich ja unter 40 ungelesene Bücher bei mir rumliegen habe, sondern es sind genau 40. Also wird das vielleicht nochmal einen Monat verschoben und ich hoffe, dass es dann diese Marke knackt. Aber es ist immerhin ein Buch weniger als letzten Monat, also der Subabbau läuft, auch wenn nur in Mini-Schritten. Aber das ist in Ordnung. Es gibt mir trotzdem ein Gefühl, dass es irgendwie läuft. Ja, das war's von meiner Mini-Statistik. Von der Qualität der Bücher kann ich nur Gutes berichten. Ich hatte keinen Flop dabei. Ich hatte viele Highlights dabei, wie im letzten Monat. So kann das bleiben, auch wenn die Masse natürlich die Menge noch ein bisschen ansteigen könnte. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich beginne mit einem Buch, was ich euch im letzten Monat, im letzten Lesemonat schon gezeigt habe, weil ich es da begonnen hatte. Und zwar ist das Enemy von Ian Reid. Ian Reid ist der Autor, der auch The Ending geschrieben hat. Und das war ja ein Highlight für mich aus dem letzten Jahr. Er schreibt, beziehungsweise bisher hat er nur diese beiden Werke geschrieben, Enemy und The Ending. Er schreibt halt sehr, sehr besondere Psychothriller, philosophische Psychothriller, könnte man eigentlich sagen. Und diese Bücher spalten eigentlich auch die Lesergemeinschaft, denn es gibt sehr, sehr viele, die das wie ich als Highlight ansehen, etwas sehr Erfrischendes, etwas anderes, und die sich davon begeistert haben lassen. Es gibt aber auch viele, die damit nichts anfangen können, weil es einfach anders ist. Kann ich total gut nachvollziehen. Dazwischen gibt es eher wenig. Und ja, von diesem Buch habe ich also viel erwartet, weil The Ending eben auch ein Highlight für mich war. Auch wenn ich hier wieder nicht wusste, worauf ich mich genau da einlasse. Denn das war bisher jetzt bei beiden so, dass man ziemlich lange einfach keine Ahnung hatte, worauf das Ganze hinausläuft. Und die Auflösung ist denn das, worauf man hinfiebert, was ja auch schon beim Titel The Ending Sinn macht. Und hier war das aber ähnlich gestrickt. Also, die Ausgangssituation ist diese, dass wir ein Ehepärchen begleiten, das sehr, sehr abgelegen auf einer Farm lebt und sie bekommen eigentlich nie Besuch. Doch eines Tages kommt ein Auto auf ihre Auffahrt gefahren mit grünen, seltsamen Scheinwerfern und es steigt ein Mann aus und der Mann erzählt unseren Protagonisten Junior, dass er ausgewählt wurde für ein besonderes Forschungsprojekt, jedenfalls in die nähere Auswahl gezogen wird, für dieses Forschungsprojekt daran teilnehmen zu dürfen. Und das wäre eine besondere Ehre und wie toll das denn eigentlich ist. Aber er wird gar nicht gefragt, ob er mitmachen möchte. Und jetzt sollen ganz viele Untersuchungen und Beobachtungen gemacht werden, ganz viele Interviews mit Junior, ob er dann wirklich in Frage kommt. Und immer wieder, ja, ist die Frage, ist das überhaupt freiwillig oder ist das jetzt Zwang? Ist das jetzt wirklich eine Ehre oder ist das eigentlich einfach nur ein auferlegtes Schicksal, das Junior hier bekommt? Ja, und so begleiten wir im Grunde diese Vorentscheidung und diese ganzen Interviews, diese Beobachtungen, der dieser Mann halt an Junior aufstellt. Wir lernen auch noch Hen kennen, das ist, ich glaube, eine Kurzform für Henrietta, das ist die Frau von Junior und die Beziehung zwischen den beiden steht auch sehr im Fokus. Ja, also mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich finde, das machen diese Bücher eben aus, dass man selber miträtselt, selber auf Entdeckungstour geht und immer mehr kleine Bröckchen hingeworfen bekommt, sodass man so ein bisschen überlegen kann, was ist hier eigentlich Phasehase. Ich bin teilweise auf einige Lösungen gekommen, auf die große Lösung, ja, also da habe ich schon ein bisschen was geahnt, aber wie das in Einzelnen vonstatten ging,
ja, bin ich nicht gekommen, beziehungsweise es hat mich nicht gestört, dass ich das irgendwann erahnt habe, weil ich habe das nicht von vornherein geahnt, sondern das hat sich erst im Laufe der Zeit als Gedanken festgesetzt und das Ende hatte auch noch mal was Überraschendes und was Cooles. Also ich finde diese Art von Thriller einfach toll. Und ich finde es auch sehr schwierig, diese Bücher in eine Art von Genre reinzuzwängen, weil ein typischer Psychothriller ist das nicht. Also ich finde dieses hier noch weniger als The Ending. Es ist Psycho, es ist philosophisch und es hat auch irgendwas Spannendes, ein Thrill, und vielleicht kann man deswegen vom Thriller reden, aber es ist einfach nicht vergleichbar mit anderen Werken. Ja, ich fand The Ending immer noch besser, aber dieses Buch hatte genauso wie The Ending diese Wirkung auf mich, dass ich am liebsten nochmal von vorne angefangen hätte, um diese ganzen Hinweise, die es in diesem Buch gegeben hat und am Ende diesen Aha-Effekt ausgelöst haben, nochmal zu untersuchen und genauer unter die Lupe zu nehmen. Es gibt so ein paar Details, die kann ich mir nicht erklären. Da komme ich nicht so richtig hinter. Das sind zum Beispiel die Käfer. Die, die das gelesen haben, wissen vielleicht, was ich meine. Da habe ich die Symbolkraft nicht ganz verstanden. Ich habe mir so einige Interpretationen so für mich zurechtgelegt, die es erklären könnten, aber hundertprozentig steige ich da nicht durch. Dieses Werk hat mich auf jeden Fall sehr, sehr lange beschäftigt, noch nach dem Lesen. Und ich hatte zum Glück auch ein paar, mit denen ich mich austauschen konnte, beziehungsweise eigentlich nur Sarah Ellis, mit der habe ich mich längere Zeit darüber ausgetauscht. Und sie wollte unbedingt wissen, wie ich so darüber denke, weil sie es schon vor längerer Zeit gelesen hatte. Und sie auch so ein Fan von Ian Reid ist. Ja, der Mann, wenn der irgendwann wieder was Neues schreibt, werde ich auf jeden Fall dazu greifen, egal was es ist, weil ich finde einfach, er traut sich etwas, er ist mutig, es ist etwas anderes und gerade viel Leser, ja, so wie ich es auch eben bin und ihr wahrscheinlich da draußen auch, manchmal braucht man einfach mal ein bisschen was Neues und nicht immer die gleichen gesponnenen Geschichten. Auch wenn es auch schön ist, zu alten Formen wieder zurückzukommen, wenn man sich da zu Hause fühlt. Sowas finde ich einfach innovativ und klasse, kann ich nur empfehlen, wenn ihr was Besonderes, was Neues sucht. Okay, und ja, also, ihr habt vielleicht gedacht, dass ich jetzt erstmal still bin, was dieses Thema angeht, was ich jetzt besprechen werde, beziehungsweise was diese Reihe angeht. Ich hatte auch damit gerechnet, dass ich euch jetzt nicht mehr belästigen darf damit, aber es ist doch wieder ein Buch bei mir eingeflattert, was zum Dämonenzyklus gehört, und zwar ist das Das Feuer der Dämonen von Peter V. Brad. Das ist kein neuer Teil, kein neuer Roman, sondern das ist eine Sammlung von Novellen und gestrichenen Szenen und einen Anhang, wo es um, ja, um die Welt nochmal geht. Allerdings ist das nichts komplett Neues, denn diese Sammlung besteht aus bereits erschienenen Novellen, die halt in Einzelbänden in so dünnerer Form erschienen sind. Und hier sind die alle nochmal zusammengefasst. Es gibt zusätzliche, ich glaube irgendwie drei, vier zusätzliche Szenen, die es in den anderen Geschichtsbändchen, in den Novellen nicht gibt. Also das sind sozusagen Bonusgeschichten, die man nur hier drin erhält. Aber alles andere findet man auch in den kleinen Novellen. Das heißt, wenn ihr diese Novellen besitzt, dann müsst ihr euch überlegen, ob es sich für euch lohnt, nur dieses Buch zu kaufen für diese kurzen Bonusgeschichten. Und dabei handelt es sich im Grunde auch nur um 30 Seiten, die neu sind. Also ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, vom Random House Blogger Portal und sage vielen lieben Dank dafür. Ich habe allerdings auch noch nicht alle Novellen. Ich hole die mal eben und zeige euch, welche hier drin enthalten sind. Und zwar besteht dieser Sammelband zum einen aus Der große Bazar, das ist eben eine Novelle, beziehungsweise dieser Band enthält sogar zwei große Novellen und auch schon zwei gestrichene kurze Szenen. Dann enthält der Band Das Erbe des Kuriers, das ist eine lange Novelle, ich glaube, da sind jetzt keine gestrichenen Szenen oder so mit dabei. Guck mal eben. Nee, da ist eigentlich hauptsächlich eine Novelle. Und dann als drittes noch Celias Geheimnis.
Das ist ebenfalls eine Novelle, die ja als letztes erschienen ist und die mir noch fehlte. Und ja, jetzt habe ich sie halt in Form dieses Romans beziehungsweise dieses Sammelbands. Ich habe mich besonders auf die Bonusgeschichten gefreut, die ich eben noch nicht kannte, weil eines davon war eben auch ein Epilog zu Die Stimmen des Abgrunds, also den letzten Band. Und ich habe jetzt diesen Sammelband nicht von vorne bis hinten nochmal gelesen. Ich habe wirklich nur die Sachen gelesen, die ich noch nicht kannte. Also Celias Geheimnis und die Bonusgeschichten, was also nicht das ganze Buch ausmacht. Aber ich kann euch trotzdem kurz erzählen, worum es geht. Also in Der große Bazar geht es, ja, muss ich jetzt nochmal erzählen, worum es in den Dämonenzyklus geht. Es ist halt eine High-Fantasy-Saga, in der Menschen jede Nacht von Dämonen massakriert werden. Jede Nacht steigen Dämonen aus dem Boden und die sind sehr blutrünstig und die Menschen können sich kaum wehren. Allen, ein kleiner Junge, muss miterleben, wie seine Mutter von Dämonen zerfleischt werden und sein Vater steht einfach nur tatenlos daneben und er möchte das nicht. Er möchte sich nicht einschränken lassen von den Dämonen und nicht furchtsam werden, sondern er möchte irgendwie ein Mittel finden, um diese ja, um diese Dämonen zu bekämpfen. Und es gibt eben die Legende, dass es irgendwo noch magische Siegel gibt, die mit deren Hilfe man halt diese Dämonen bekämpfen kann. Ja, um Arlen geht es, aber halt auch eben noch um andere Figuren. Und in Der große Bazar in der Novelle geht es darum, wie Arlen in seinen späteren Jahren auf seiner Suche nach diesen Siegeln eine Karte findet oder eine Karte erkauft auf dem Bazar in einer fernen Stadt. Und ja, oder diese Karte sucht und diese Karte soll ihn halt zu einer Ruine, zu einer alten Stätte führen. Und dort möchte er diese Karte oder beziehungsweise die Siegel finden. Das ist einmal Der große Bazar und hier in diesem Buch ist auch noch eine andere Novelle enthalten und zwar ist das Brajans Gold und das ist eine Novelle, die davon von der ersten großen Reise berichtet aus Arlens Sicht ja, in seinem Beruf als Kurier. Mehr möchte ich nicht sagen. Die eine Novelle ist eher in der Wüste, eher in einem heißen Gebiet und Brajans Gold hat eher etwas mit ganz viel Schnee und Schneedämonen und sowas zu tun. Also zwei verschiedene Klimata, könnte man sagen. Und in Das Erbe des Kuriers geht es um eine Figur, die später in der gesamten Reihe noch mal eine ziemlich wichtige Rolle spielt, und zwar um Dorn. Dorn ist ein, ja, ein Kind, das krasianische und thesanische Eltern hat. Also das sind zwei verschiedene Kulturen, die in dieser Reihe eine große Bedeutung spielen, und er wächst eben zwischen diesen beiden Kulturen auf und hat dadurch auch es nicht so einfach. Wie so vielen Kindern ergeht es ihm auch, dass er durch die Dämonen zu einem Waisenjungen wird. Und Rajan, das ist auch ein Kurier in dieser Welt, ist ein Freund seines Vaters gewesen und er bricht halt eben auf, um nach Dorn zu sehen. Ja, und also Dorn ist ein sehr besonderer Junge, der eine besondere Art und Weise findet, wie er sich die Dämonen vom Leib halten kann. Und ja, das ist seine Geschichte. Und in der vierten und letzten großen Novelle geht es um Celia. Celia ist die Dorfsprecherin aus Tibbetsbach. Das ist ein Ort, in dem Arlen, unser Protagonist, aufgewachsen ist. Und das sind zwei Zeitebenen. Einmal treffen wir sie als Dorfsprecherin zu Zeiten des Großen Kriegs, also im Grunde zu Zeiten des Finales dieser Reihe, wo sie von den Dämonen final angegriffen werden. Und dann aber auch in der Vergangenheit, wo es dann halt darum geht, wie Celia zu ihrem Beinamen die Unfruchtbare überhaupt gekommen ist. Und es steht schon auf dem Klappentext drauf, es geht um eine Liebe zu einer Frau und wie das denn überhaupt in dieser Gesellschaft aufgenommen wird. Ja, also ich muss sagen, dass mir diese Novellen am besten gefallen haben. Da geht es dann aber auch wirklich um den Protagonisten und das sind halt auch
Novellen bzw. Geschichten, die ich eigentlich nicht gestrichen hätte, die ich nicht aus der Reihe rausgenommen hätte, weil ich die extrem wichtig finde für die Geschichte und die mir schon beim Lesen der Reihe gefehlt haben, dass die Episoden einfach übersprungen wurden. Es wird auch so in dem Prolog von dem Autor hier drin erzählt, warum er diese Geschichten, diese Novellen überhaupt geschrieben hat, wieso manche Szenen gestrichen worden sind. Bei so einer epischen Reihe muss man natürlich ja einiges vielleicht streichen, was der Lektor sagt, das ja sprengt die Reihe. Ich für meinen Teil hätte am liebsten alle Szenen drin gehabt. Das fand ich auch noch cool, besonders weil ich halt Rajan auch sehr gerne mag. Das ist ja ein, ja, man könnte sagen, ein Ziehvater von Arlen. Und ja, sein Schicksal fand ich auch spannend. Dorn ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter, aber er ist ja auch eine wichtige Figur. Und Celias Geheimnis finde ich am wenigsten spannend, obwohl ich Celia irgendwie ziemlich cool finde. Sie ist halt eine sehr harte Person. Und hier nochmal so ihre weiche Seite kennenzulernen, ist natürlich auch spannend. Aber ja, hat mir eben am wenigsten gefallen. Ja, und zu den Szenen. Ich zeige euch mal die Inhaltsangabe. Hier oben sind die Novellen aufgelistet und hier sind dann eben die Szenen und Erzählungen. Neu für mich war eben ein Feiertag in Tibbets Bach, die Höhlendämonen und der Epilog zu Die Stimmen des Abgrunds. Fand ich ganz schön, aber die waren halt sehr kurz und standen jetzt nicht so wie die Novellen. Die haben halt ein rundes Ganzes ergeben und die Szenen, die waren halt einfach die waren halt einfach rausgestrichen. Ja, Prolog und Epilog hätte ich vielleicht noch drin gelassen, aber ich habe mir von dem Epilog ein bisschen mehr erhofft. Ich hätte jetzt noch mehr gerne gehabt, dass es um die Menschen, um die Personen geht, weil zum einen war ich natürlich traurig, dass die Serie vorbei ist und ich fand auch ein bisschen das Ende etwas zu schnell abgehandelt. Hat wahrscheinlich auch den Grund, dass ich einfach traurig war, jetzt von den Figuren scheiden zu müssen. Da hätte es mir gar nicht lang genug sein können. Aber der Epilog handelt eher von den Dämonen und weniger von den menschlichen Protagonisten, was aber auch interessant war. Ja, insgesamt muss ich sagen, für alle Dämonenzyklus-Fans ist das vielleicht auf jeden Fall etwas, in diese zusätzlichen Szenen reinzugucken. Wer aber bereits die Novellen besitzt, der muss sich das eigentlich nicht zulegen. Ja, ich weiß nicht, ob es diese Bonusszenen vielleicht auch online gibt oder auf der Website von Peter B. Brad, das weiß ich nicht. Aber das wäre, also es ist, man muss es nicht, sich nicht zusätzlich zulegen, wenn man die Novellen alle schon hat, finde ich, meiner Meinung nach. Okay, haben wir das abgefrühstückt? Ich gucke mal, ob wir im nächsten Lesemonat denn noch irgendwas vom Dämonenzyklus zu berichten haben. Ich glaube aber erstmal nicht. In den Neuzugängen wird es sicherlich nochmal auftauchen. Ja, aber bei dem nächsten Buch habe ich, glaube ich, außer in einem Neuzugänge-Video noch nicht von berichtet. Und zwar ist das Der Zauber von Immerdar. Die Suche nach dem verschwundenen Dienstag von Dominique Valente. Das ist ein Kinderbuch, empfohlen würde ich sagen, mal so ab 8, 9 Jahren. Ich finde es sehr schön gestaltet, hat mich sofort irgendwie angesprochen und die Geschichte ist sehr fantastisch und klingt auch ein bisschen verrückt. Und zwar geht es um Anemona und Anemona ist in einer Hexenfamilie aufgewachsen und alle ihre Geschwister und ihre Mutter haben besondere Fähigkeiten. Sie hat auch eine besondere Fähigkeit, aber sie findet diese eher langweilig, so im Vergleich zu ihren Geschwistern, die zum Beispiel mit Gedanken Dinge bewegen können oder ja, wahrsagen können wie ihre Mutter. Sie kann verlorene Dinge wiederfinden und sie verdient sich damit auch ihr Taschengeld, wenn irgendjemand seinen Schlüssel oder seine Brille verlegt hat und ja, aber sie findet das extrem langweilig, bis irgendwann eine der mächtigsten Hexen auftaucht bei ihr und sie um Hilfe bittet, denn sie sagt, der letzte Dienstag sei verschwunden. Und tatsächlich, als Anemona überlegt, was denn letzten Dienstag passiert ist, kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Sie hat immer nur so kleine Szenen von etwas vor Augen und dass sie sich irgendwie unwohl dabei fühlt, als sie daran denkt. Aber sie kann sich partout nicht daran erinnern. Und alle, die diese mächtige Hexe gefragt hat, ging es genauso. Und deswegen möchte sie Anemona um Hilfe bitten, weil sie eben ja verlorene Dinge wiederfinden kann. Sie kann den allerdings nicht einfach so aus der Luft heraus beschwören, weil das das Gefüge der Welt irgendwie
gefährden würde. Deswegen müssen sie zuerst, bevor sie den Dienst einfach so wieder heraufbeschwört, herausfinden, was denn überhaupt passiert ist, wer das Ganze in Gang gebracht hat und wo der Dienstag hin ist. Ihre erste Anlaufstelle soll ein Oblivia sein, hieß der so. Jedenfalls ist das ein Seher, der Vision hat, allerdings nicht von der Zukunft, sondern der Vergangenheit. Er kann also in den Erinnerungen von Personen, von Menschen sehen, was in der Vergangenheit lag. Diese Menschen sind aber sehr, sehr scheu, weil sie eben alle Geheimnisse der Menschen kennen und deswegen sind sie auch nicht sehr beliebt und deswegen flüchten sie immer an sehr, sehr abgelegenen Orten und müssen sie die erstmal finden. Und auf dieser Reise begegnen sie unglaublich interessanten Orten, aber auch interessanten Weggefährten. Und wir können sie hier so begleiten in dieser wunderschönen Karte. Nicht nur diese Karte ist so schön illustriert, sondern es gibt zwischendrin auch immer wieder kleine Schwarz-Weiß-Illustrationen, die sehr schön zu der Geschichte passen. Gucken, ob ich euch eine hier zeigen kann. Hier zum Beispiel. Und ich finde diese, ja, das ist der Beginn einer Reihe und mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Also ich lese ja gerne hin und wieder mal ein Kinderbuch, weil ich finde, in Kinderbüchern kann noch viel mehr passieren und wird noch viel mehr Buntes und farbensprühende Ideen irgendwie eingebracht. Und so genau so war das eben hier. Mir hat es tatsächlich noch mehr Spaß gebracht, als ich dachte. Anemona ist eine sehr, sehr sympathische, auf dem Boden gebliebene Protagonistin und auch die Entwicklung von ihr und von ihrer Selbstsicht ist ganz niedlich, so in diesem ersten Abenteuer. Und was ich eben am meisten liebe hier drin, sind diese verrückten Ideen. Es gibt zum Beispiel ein Monster, was unter ihrem Bett wohnt. Es sieht allerdings aus wie eine Katze, bis auf, dass sie sprechen kann, oder es ist ein Kater, ein männliches Wesen, Oswald. Die Figur fand ich extrem toll. Er hat erstmal einen Sprachfehler, was, glaube ich, wunderbar zum Vorlesen auch einlädt. Insgesamt dieses Buch finde ich klasse zum Vorlesen. Und Oswald ist eigentlich kiwigrün, aber immer wenn er sauer wird, dann wird er knallrot und er ist oft sauer und meckert immer vor sich hin und ist sehr ungehobelt, aber natürlich auch letztendlich ein guter Freund für Anemona, der sie begleitet in dieser wunderbaren Zotteltasche von ihrer Oma. Ja, es sind sehr, sehr viele liebevolle Figuren, die irgendwie einen Knacks weg haben alle und das bringt so viel Spaß. Ich musste oft schmunzeln und ich glaube, für Kinder zum Vorlesen ist das, glaube ich, eine große Freude für Jung und Alt. Und ich finde, es ist auch etwas für Leser, die Nevermore klasse fanden, weil ich finde, auch da gibt es diese liebevollen Figuren und diese witzigen und farbensprühenden Ideen, an jeder Ecke irgendwas Neues, Verrücktes. Allerdings finde ich, ist hier die Zielgruppe etwas jünger. Also wenn Nevermore so 10, 11 anpeilt, dann ist das hier vielleicht 8, 9, wenn nicht sogar für Jüngere, wenn man es vorliest. Ja, es finde ich einfach süß und es gibt so viele tolle Ideen, die ich euch gerne erzählen würde, die ich echt richtig klasse fand. Aber ich will euch hier gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es ja eben sehr, sehr dünn ist. Und ich werde auf jeden Fall in dieser Reihe weiterlesen. Ich weiß nicht, wie viele Bände es geben soll, aber das ist mal eine Reihe, die ich nicht nur einfach süß fand, sondern auch richtig spannend. Auch diese fantastischen Elemente fand ich cool da drin. Die ganze Welt, die Geschichte der Welt. Also es hatte tatsächlich auch sogar was Tiefgründiges. Und ich finde auch die Aussagen hier drin, die hier drin stecken, fand ich auch sehr wertvoll für Kinder. Auch wenn es hier jetzt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger war, was ja auch auf jeden Fall was Positives ist. So, und dann kommen wir noch zum letzten Buch, was ich gelesen habe und das hat mich im Grunde vom Anfang bis Ende des Mais begleitet und das war eigentlich auch das Highlight in diesem Monat und zwar ist das der dritte Band von Nevernight, die Rache von Jay Kristoff. Ich habe das wieder in einer Leserunde gemeinsam mit den Mädels gelesen. Ich weiß gar nicht, waren wir 5 oder 6 Mädels. Das hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Wir haben ja schon den Band 2 zusammen gelesen im letzten Monat und auch da war das für mich ein Highlight. Band 3
habe ich ein kleines bisschen schwächer empfunden als Band 2. Und ich habe hier auch einige Kritikpunkte, kann ich auf jeden Fall sagen. Aber das ist, gerade weil mir diese Reihe so sehr gefallen hat, hat man vielleicht noch höhere Ansprüche, denke ich mal. Vieles ist Meckern auf hohem Niveau. Denn was ich bei dieser Reihe so toll finde, ist der Erzählstil, die Sprache. Das ist etwas so Besonderes, was ich eben auch schon zu Ian Reid gesagt habe, dass der sich was traut und einfach mal ein bisschen heraussticht aus dem Genre, sehe ich hier bei J. Christoph genauso. Nicht unbedingt auf der Handlungsebene. Wir treffen hier nämlich auf Mia. Mia wird eine Waise durch die Regierung, die ihre Eltern hinrichten lässt. Sie muss dabei zusehen und sie schwört sich Rache und möchte dafür zu einer Assassinin ausgebildet werden. Und das kann sie in der Roten Kirche. Und das ist eben ein Assassinenorden. Und der bildet halt eben die besten Assassinen aus. Und im ersten Band begleiten wir sie da. Im zweiten hat es eher so ein Gladiatoren-Thema, Charme. Und im dritten haben wir so ein bisschen Fluch der Karibik und noch mehr düstere Magie. Und über allem steht so ein bisschen das Rache-Thema, aber auch so ein bisschen Götter- und Mythologie-Welt, was sich miteinander verwebt. Das ist nichts Neues. Muss aber auch nicht immer sein. Das Neue oder das Interessante, finde ich hier, ist einfach der Erzählstil. Es gibt hier einen Erzähler, der irgendwie Charakter hat. Er spricht uns immer wieder als Leser an und gibt immer wieder Kommentare ab, unter anderem in Fußnotenform, was auch etwas Besonderes in dieser Reihe ist. Es gibt immer wieder Fußnoten, die die Welt ein bisschen näher erläutern oder wo einfach der Erzähler uns eine kleine Anekdote liefert oder einfach nochmal seinen Senf dazu gibt, die unglaublich köstlich sein können, mit sehr, sehr viel Sarkasmus und Ironie gespickt. Manchmal fand ich es ein bisschen schwierig, wenn die Fußnoten so ewig lang geworden sind und uns so ein bisschen aus der Story herausgeholt haben, obwohl am Ende der Fußnote sich meistens dann doch gelohnt hat, weil am Ende dann nochmal so ein super Spruch rauskam. Die Sprache ist unglaublich derb und vulgär teilweise, womit ich anfangs meine Schwierigkeiten hatte, aber dadurch, dass der Stil und die Sprache dann manchmal dann doch wieder so poetisch und philosophisch geworden ist, und immer mit so einem kleinen Kniff drin hatte, hat man gemerkt, das Ganze ist nicht niveaulos oder so, wo man dachte, oh, was ist das denn für ein trashiges Zeug, was ich hier lese. So war das nicht. Es war eben diese beiden Seiten sehr gut zusammengeflochten und das fand ich richtig, richtig gut und deswegen konnte ich über dieses Vulgäre auf jeden Fall auch drüber hinwegblicken. Genauso, weil es eben sehr brutal daherging, sehr blutig war. Und auch Sexszenen, es wurde nichts zensiert, es wurde alles so beschrieben, aber es gab immer wieder einen klasse Humor, der damit schwang und deswegen kann man auch das sehr, sehr gut irgendwie kompensieren insgesamt. Die Figuren waren interessant und faszinierend, niemals schwarz oder die meisten nicht schwarz und weiß gezeichnet und selbst Mia ist einfach eine Protagonistin, die nicht die typische Heldin ist, sondern auch etwas viel Dunkelheit in sich trägt, aber ihre Entwicklung, die sie hier durchgemacht hat, fand ich grandios. Es ist nicht so, dass sie am Ende die strahlende Heldin ist, so würde ich das nicht sehen, aber sie hat einige Gedankengänge, die sie reflektiert und das fand ich richtig, richtig gut. Und eben diese dunklen Magie, dass in ihrem Schatten ein Schattentier wohnt, eine Katze, Herr Freundlich, der ihre Angst frisst und sie eben mit Schatten weben kann und Schatten in ihren Kämpfen und in ihren Alltag einbringen kann. Diese Magie ging mir manchmal ein bisschen zu kurz, kam mir ein bisschen zu kurz und ich hätte gerne gehabt, dass wir viel mehr von dieser Mythologie und von dieser dunklen Geschichte erfahren. In Band 2 hat mir das schon gefehlt und in Band 3 wollte ich jetzt eigentlich, dass das auf jeden Fall drin vorkommt. Das Ende wurde mir ziemlich schnell abgehandelt und ich fand auch, dass die Mitte des Buches, da ging es halt eigentlich hauptsächlich um eine Reise von A nach B und B war eben der Ort, an dem es eigentlich alles dann abspielen sollte.
Und ich fand einfach, diese Reise bis dahin hat sich unglaublich gezogen, wo es nicht vorangegangen ist. Es hat trotzdem Spaß gemacht, diese Passagen zu lesen, keine Frage. Trotzdem fand ich, ja, hätte man früher zur Sache kommen müssen oder eben eventuell einen weiteren Band, dass man im dritten Band dieses Fluch der Karibik-Feeling hat und dann im letzten Band sich dann um diese Dunkelin-Sache kümmert. Es hatte sehr, sehr viel Potenzial, so Indiana Jones-Feeling zu haben mit alten Mythen und Legenden, mit Tempeln und einem alten magischen Volk, was untergegangen ist. Darauf hätte ich Bock gehabt. Das gab es leider nicht. Und deswegen kann ich diesem Buch jetzt auch nicht volle 5 Sterne geben, weil ich doch mehrere kleine Punkte hatte und ich da doch ein bisschen auch das Ende, obwohl der Autor immer sagt, er mag keine Happy Ends und sich sehr viel traut, auch viele Figuren einfach sterben lässt, sozusagen, ohne mit der Wimpern zu zucken. Ich habe mit so einem richtigen Badass-Ende gerechnet und habe mich da eigentlich auch drauf gefreut, mich von diesen Autoren wieder überraschen zu lassen, aber das Ende fand ich extrem kitschig und das hat mich zwar überrascht, aber nicht im positiven Sinne. Insgesamt muss ich aber sagen, dass es ein Autor selten so oft innerhalb 3 Bücher geschafft hat, mich so oft zu überraschen mit Wendungen und mit What? Was ist hier passiert? Momenten, wo ich echt manchmal das Buch einmal so runternehmen musste und sagen, krass, was ist da gerade passiert? Und das hat Spaß gemacht, sich so oft überrumpeln zu lassen mit Aha-Effekten, mit Wendungen und ja, einfach, wo der Autor sich nicht drum schert, was andere machen würden. Und das hat Spaß gemacht, das hätte ich gerne auch am Ende gehabt. Aber ich muss auch sagen, da stehe ich relativ alleine. Also die anderen Mädels, die fanden das Ende schön und sie fanden es gut, dass es so ein Happy End gab. Die anderen mehr, die anderen weniger. Wir haben allgemein auch ziemlich unterschiedliche Meinungen dann auch gehabt, aber was ja auch total interessant ist, dadurch ist dann auch eine Diskussion in Gang gekommen. Ja, ich war da doch eine der kritischeren Stimmen am Ende. Dennoch freue ich mich, irgendwann diese Reihe nochmal von vorne zu beginnen und es in der Gesamtheit nochmal zu sehen, weil der erste Band ist bei mir auch schon so ein bisschen her, über ein Jahr auf jeden Fall. Und das könnte ich gerne nochmal auffrischen. Wenn ich einen Favoriten rausstellen müsste, dann wäre es Band 2, danach kommt ziemlich schnell Band 1 und Band 3 ist so ein bisschen abgeschlagen. Dennoch insgesamt eine Highlight-Reihe für alle Fantasy-Leser, High-Fantasy-Leser, die gerne auch so, ja, Freude an besonderer Sprache haben, an besonderen Erzählstil und da etwas Besonderes suchen und trotzdem im Gewand eines High-Fantasy-epischen Werkes etwas lesen wollen. Hat dieser Satz jetzt Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich breche das jetzt auf jeden Fall hier ab mit Nevernight. Da habe ich jetzt in den letzten Lesemonaten ja auch viel von gesprochen. Ich kann wieder etwas abhaken. Das freut mich. Das war ja auch eine Reihe, die ich mir vorgenommen habe, in diesem Jahr zu beenden. Und jetzt bleibt mir aber noch ein Hörbuch, was ich begonnen habe. Das liegt jetzt hier gerade nicht. Das muss ich jetzt eben mal holen, weil ich das auch als physisches Buch hier bei mir habe. Beziehungsweise ich habe jetzt hier einmal den Schutzumschlag von Der Schrecksenmeister von Walter Mörs. Das ist eines seiner Werke, seiner Einzelbände, die in Zamonien spielen. Und ich habe mir auf jeden Fall auch zur Aufgabe gemacht, diese nochmal zu erleben. Einige habe ich jetzt nochmal schon erlebt als Hörbuch und Der Schrecksenmeister sollte jetzt auch dran kommen. Das stand auch auf meiner Want-to-Read- oder Want-to-Reread-Liste für 2020. Der Schrecksenmeister ist angelehnt an den Klassiker Spiegel, die Katze, Gott, das Kätzchen Spiegel von Gottfried Keller, glaube ich. Gott, ich habe es doch letztens noch gegoogelt. Ich habe das nicht gelesen, ich kannte es vorher auch nicht. Aber in Der Schrecksenmeister geht es um Echo. Das ist ein kleines Krätzchen, eine Kratze, so ähnlich wie eine Katze, kann aber mit allen möglichen Wesen von Zamonien reden, kann also alle Sprachen sprechen, ohne dass sie es jemals lernen musste. Echo ist ja mittlerweile auf der Straße gelandet, weil seine Besitzerin gestorben ist. Er ist sehr behütet aufgewachsen dort oder hat sehr behütet dort gewohnt. Und jetzt trifft er auf Eispin, auf den Schrecksenmeister, der über diese Stadt Sledwaja herrscht.
mit Schrecken und Angst. Er ist Alchemist und noch vieles weiteres mehr. Und er macht Echo ein Angebot, weil Echo ist total klapprig geworden, zittert vor Kälte und hat einfach nur Hunger. Und ja, der Schrecksenmeister macht ihm ein Angebot, er wird ihn einen Monat lang wunderbar verköstigen mit allem, was es gibt, mit allen Köstlichkeiten von Zamonien sozusagen. Danach will er aber an sein Fett. Er braucht es für ein besonderes Projekt, braucht er Kratzenfett. Und ja, nach einem Monat wird er ihn also umbringen. Zu Anfang will Echo dann natürlich nicht einwilligen, aber er hat so einen Hunger, dass er dann doch einwilligt und denkt, vielleicht komme ich da ja irgendwie doch noch raus. Ja, und er kommt auf das Anwesen, auf das Schloss von Icebean und er wird kredenzt, es wird ihm alles kredenzt. Es ist im Grunde eine Liebeserklärung an Essen, an Kochen. Fand ich sehr schön, natürlich auch sehr, sehr verrückte Gerichte, die da aufgetischt werden. Aber es geht nicht nur ums Kochen, sondern auch um Alchemie, denn Echo darf aus einem bestimmten Grund, den er nicht genau weiß, aber uns hier schon der Erzähler sozusagen erzählt, darf er oder soll er bei der Alchemie mit zugucken und soll ihm vieles beigebracht werden. Und Echo ist auf jeden Fall sehr, sehr auf jeden Fall sehr interessiert daran und da wird uns dann auch einiges erklärt, zum Beispiel wie man ein Gespenst kocht, wird hier erklärt. Es gibt natürlich wieder ganz viele verrückte Wesen, die hier auftauchen. Echo erkundet natürlich das gesamte Schloss und entdeckt zum Beispiel auf dem Dachboden einen Schwarm Ledermäuse und auf dem Dach klettert er auch herum und entdeckt dort auch einen einäugigen Uhu namens Fjodor, ja, und der von rebellischer Natur ist und ihn so ein bisschen aufklärt. Ja, mal gucken, ob er es schafft, von Icebean davon zu kommen oder ob sich ja das Bündnis erfüllt, wie es unterschrieben wurde. Ich weiß es ja schon, aber nicht mehr im Detail, weil es schon ein bisschen länger her ist, dass ich es gelesen habe. Gelesen wird das Ganze nicht mehr leider von Dirk Bach, der das ja großartig gemacht hat in zum Beispiel den 13 Halt Leben des Captain Blaubeer und die Stadt der träumenden Bücher hat er auch noch gelesen und Ensel und Grete. Ja, der Schrecksenmeister wird von Andreas Fröhlich gelesen, macht er auch grandios und als ich ihn das letzte Jahr oder dieses Jahr, ich glaube sogar dieses Jahr, live und in Farbe gesehen habe bei einer Herr-der-Ringe-Lesung, weil er ja auch Gollum gesprochen hat, find ihn einfach toll. Ach ja, ich habe ihn sogar zweimal live gesehen, ziemlich schnell hintereinander bei einer Drei-Fragezeichen-Live-Lesung, was auch total cool ist, weil er ja Bob von den Drei-Fragezeichen auch spricht und er macht das grandios und ich finde, er passt hier sehr gut in das Zamonien-Universum. Ich kann die Hörbücher nur empfehlen, allerdings nicht ohne zu sagen, ein Zamonien-Roman ohne die Illustration von Walter Moers ist eigentlich kein Zamonien-Roman. Deswegen liegt dieses Buch auch immer auf meinem Bett, neben meinem Bett und ich blätter immer vorwärts, wenn ich einen nächsten Abschnitt gehört habe und gucke mir dazu dann die wunderbaren Illustrationen an, weil die Bücher sind so wunderbar aufgemacht. Müsste ich mich entscheiden, würde ich denn doch eher die Bücher wählen als die Hörbücher. Aber als Kombination oder Abwechslung oder anderes Erlebnis kann ich auf jeden Fall sagen, es ist beides ein Erlebnis. So, wow, ich habe 40 Minuten gequatscht für nur 5 Bücher. Ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare zu den Büchern, was ihr so gelesen habt. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren schönen Tag. Doppelt gemoppelt, aber vielleicht hilft es ja. Und eine wunderschöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.